So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. In der letzten Folge haben wir ja hinter uns das verlassene Lagerhaus gefunden, wo ein paar ekelhafte Viecher drin sind, die wir erst einmal in Ruhe lassen. Ich habe beschlossen, wir fahren hier erst einmal nicht auf den Berg hoch, da werden wir uns nämlich ein Pickup dazu nehmen. Wo wir den hernehmen, weiß ich noch nicht. Aber es wird sich schon einer finden. Ich versuche jetzt hier einfach nur kurz einen Überblick zu bekommen, wie ich am besten die nächsten lootbaren Gegenstände finde. So, hier geht eine Art Weg lang und hier auch. Und da hinten sehe ich doch schon was. Und hier! What the fuck? Wir sind wieder am Holzfällerlager und das ist der Pickup. So. Einmal aussteigen. Jetzt heißt es erstmal looten. Hallo? Keiner drinne. Schuhe mitnehmen. Schon wieder so ein Ding. Oh, ein Hemd. Okay, Farbe. Salz. Sonst ist hier nichts drinne. Okay. Hier ist wieder Essen, Trinken. Der hat nicht mal Benzin drin. So, hier drüben haben wir noch ein Auto. Hast du wenigstens was drin? Zündkerzen. Und Benzin. So muss es sein. Und oh ja. Ja, das lohnt sich. Stopp, Benzinkanister. Hier. Okay, das deckt sich leider nicht. Schade. So. So. Stoff haben wir da nicht drin. Alles andere auch nicht. Gut. Benzinkanister habe ich jetzt. Dann pumpen wir kurz ab und dann fahren wir mal da runter zum Holzfällerlager. So. Wir müssen uns das auf jeden Fall merken, weil dort unten ist ein Pickup. Den möchte ich später auch haben. So, wir bleiben mal hier so stehen. Und gucken mal, was wir hier so finden. Ja, bei diesem Holzhaufen werden wir wohl nichts finden. Na, gucken wir mal weiter. Hier ist so ein riesen Schmelzofen, das kennen wir ja schon. Hier ist nichts drin. Was eigentlich schade ist. Hier müsste es eigentlich richtig krassen Loot geben. So, wie sieht es bei dir hier drin aus? Wow. Da kann man nichts reinmachen. Wow. Was für ein nutzloses Auto. So, wir fahren aber nach da hinten weiter jetzt.
Denn wir sehen, es geht noch weiter. Moment mal, das ist aber nicht das gleiche Lager. Nee, das ist ein anderes. Nein, da ist nichts. Hier können wir uns wieder ein Haus aneignen. Das ist eine mobile Säge. Die ich nicht kaputt machen kann. Mittlerweile hört man ja, ob hier irgendwelche Mobs drin sind oder nicht. Das ist gut. Also da fahren wir doch jetzt mal. Ne, war? So, gibt's auf dem Anhänger was? Nein. Dann gucken wir mal rum. Wir hatten ja hier auch einiges liegen lassen. Es kann ja sein, dass wir wieder einiges wegschmeißen müssen. Oh, Klebeband. Auch immer gut. So, hier haben wir noch ein Brett. Hier haben wir noch Müll, also Metall. Das ist auch gut. Ah, Stoff. Ja, gut. Oh, aber Komponenten. Du hast nichts zum Looten. Und hier ist keiner drin. Oh, läuft. Hier ist kein Zombie drin. Das ist gut. Was haben wir hier? Eine Schaufel. Die nehme ich dankend an. So, dann gucken wir mal hier drin rum. Ja, bis jetzt gibt es hier nichts Aufregendes. Außer das, was man sonst auch immer findet. Ja, das kann man nicht mitnehmen, okay. Haufen Stoff liegt hier. Es hört sich halt immer wieder aufs Neue so falsch an, wenn ich sage Stoff. So, aber hier haben wir eine Leiter gesehen. Was haben wir hier? Revolvermunition. Ein Kanister. Ich bin voll. Läuft. Ach komm, wir fressen uns gleich komplett voll. Ist der voll? Nein, das kann sein, dass wir den wieder rausschmeißen. Wir haben ja zwei Stück. Hier haben wir einen Rucksack. Oh, zwei neue Slots. So. Hier haben wir Essen. Hier haben wir ein Radio. Schon wieder Revolver-Armu. Cola. Cola. Das war's. So, da drüben ist auch noch mal was. Lässt du mich hier mal bitte rüber? Arschloch. Nimm mal die Leiter hier. Gibt's hier irgendwas? Oh, schon wieder ein SWAT-Helm. Den müssen wir uns ganz kurz aneignen. Den werden wir auch gleich anziehen. Ja, was haben wir hier drin? Handschuhe und Medis. Die Handschuhe, ja, die nehmen wir mal mit. Equip ist immer gut. Vor allem, wenn wir zu den Banditen gehen. So, aber sonst
Hier haben wir noch eine Cola. Bringt mir nichts. Und Zahnrad. Batterien hätten wir eigentlich erst einmal genug. Holz weg. Zahnrad kommt mit. Cola. Hier, Holz weg. Und wir nehmen dafür die Cola mit. Ja, hier haben wir ein schönes verlassenes Lagerhaus. Na komm, Stamina. So, da haben wir Thumbnail für die Folge. Hallo? So. Läuft doch. Da liegt noch Stoff. Oh, hier liegt noch ein Klebeband rum. Das habe ich gar nicht gesehen. Wo bin ich denn reingekommen? Hier drüben, oder? Ja. Ganz kurz gucken, dass wir ein bisschen Platz schaffen können. Ja, Gläser. Das nein, das nein. Ja, es gibt nichts zu stacken. Schön. Das Problem ist, wenn ich jetzt nämlich sterbe, verliere ich einen Teil vom Inventar. Deswegen speichern wir hier ganz kurz einmal ab. Wir machen uns jetzt auf den Weg in unsere Base. Oh Leute, das kann ich nicht zerkloppen. Das auch nicht. Und das ist eine Scheiße. Ja. Wir werden uns jetzt auf den Weg in unsere Base machen. Allerdings fahren wir hier lang. Vielleicht finden wir da noch ein Haus unterwegs, wo wir ein bisschen Munition für Dings hier finden. Ah, nein, 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 nein. Oh, Schwein gehabt. Wo wir ein bisschen Munition für unser MG finden, ne? Denn anscheinend ist das. Die einzige Waffe, die es hier gibt. Nein, ich weiß, dass es noch eine Pumpgun gibt und ein Schrotgewehr. Allerdings, ich weiß nicht, wo man das finden tut. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Ja, hier waren wir auch schon looten. Haben aber auch nur das Nötigste mitgenommen. Ja, gut. Die Cola, die kann da liegen bleiben. Die spawnt sowieso gleich, weil ich sie einmal im Inventar für eine Millisekunde hatte. Metallschrott nehmen wir immer mit Glas. Das ist es jetzt. Ich brauche die Flaschen, um später Alkohol herzustellen. Das hört sich voll falsch an. Ich brauche eigentlich um Alkohol herzustellen. Hier, Waffe hier rein, Flaschen hier rein. Ja. Metall ist halt immer wichtig. Aber hier unten hat man ja schon alles genug. Nee. Oh, scheiße. Hier, wisst ihr was? Scheiß auf den Kanister. Ich habe 2 Stück. So. Verband ist immer gut. Und jetzt fahren wir wirklich mal zurück in Inventar ausleeren hier. Mit dem gesammelten Metallschrott, den wir jetzt haben, können wir später dann auch Eisenbahn herstellen, um uns eine Picke zu craften, um neue Hammer herzustellen und Äxte
und alles sowas, was man braucht. Jetzt müssen wir auf dich aufpassen, hier tauchen ja die Banditen auf. Oh! Ich dachte, der greift das Auto an, dabei haut der ab. Cool. Jupp, läuft. Und da kommen jetzt gleich die Banditen. Wer? Ich hoffe, du kommst nicht. Bitte nicht festfahren, bitte nicht festfahren. Ja. Die Geräusche sind auf jeden Fall schon mal richtig nice. So, hier haben wir eine Art Weg. Den würde ich auch gerne fahren, wenn ich nicht so lenken würde. Da müssen wir lang. Da ist unser Haus. Oh, ich will nicht wissen, wie das Auto aussieht. So, ausschalten. Raus hier. Wie sieht mein Auto aus? Ja, wie immer. Ach so, genau, hier Metallschrott. Erst einmal ein bisschen was einschmelzen. Ganz kurz den. Den da und den da. Hallo? Einsammeln. Die Waffe kommt auch mit. Ja. Metallschrott war hier in der Mitte. Aber stopp, das... Die Sachen hier brauchte ich doch auch noch für irgendwas. Das war die Säge, die ist komplett. Das hier. So, so. Hier fehlt uns auch noch Metallschrott und ein Hammer, wie immer. Den Hammer nicht. Hahaha, ha, ha. Was für ein scheiß Wortspiel. Hier. Jo, das ist fertig. Das können wir nicht machen. Da fehlt uns... Haben wir das nicht im Inventar? Nein, das ist draußen im Auto. Da haben wir es. Medis. Das ist ein Autoteil. Das bleibt hier drinne. Medizin ist hier. Das. 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 Das kann raus. Das kann raus. Oh, die Wasserflaschen sind alle. Wird mal Zeit für was Neues. So. Oh Gott, es tut mir leid. Den Rest machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.